Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Wir stehen hier mit unserem ICE 1 in Karlsruher Hauptbahnhof und haben die Aufgabe, diesen nonstop bis nach Offenburg zu fahren. Und ja, ich lese einfach mal vor. Guten Morgen, bitte entriegeln Sie die Fahrgasttüren und machen Sie sich bereit für die Abfahrt in den Süden mit dieser Verbindung von Berlin-Ost nach Interlaken-Ost, die ohne Zwischenstopp zwischen Karlsruher Bahnhof und Offenburg verkehrt. Sorgen Sie dafür, dass Sie pünktlich sind, auch wenn der Fahrplan noch so eng ist. Ja, gute Fahrt und damit herzlich willkommen. Damit werden wir das Ganze mal starten. Es ist etwas neblig, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm, wenn wir die Türen öffnen. So. Wenn wir noch ein wenig Licht machen. So. Zack. Haben wir die Lichter jetzt an oder ausgemacht? Natürlich ausgemacht. Jetzt passt es. Wunderbar. Bis Offenburg sind es, ja, eine gute halbe Stunde. Knapp 70 Kilometer geht noch. Da kommt noch ein schöner Intercity reingefahren. So, wir haben Punkt 10 Uhr Abfahrt. Das heißt, in 30 Sekunden dürften hier die Türen zugehen. Wir fahren sogar Doppeltraktion, fällt mir gerade auf. Ja. Dann wollen wir hoffentlich eine störungsfreie Fahrt hinlegen. Am besten pünktlich. Ja. Abfahrt, na, das hört man doch gern. Lösen schon mal die Bremsen und fahren ab. Natürlich fahren wir natürlich mit AFB, aber erstmal müssen wir jetzt ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten. So. So, ich glaube, jetzt passt es einigermaßen. Sind fürs Erste erlaubt.
So, jetzt dürfen wir auf 130 beschleunigen. 110, 20, 130, richtig. 130 passt, wunderbar. Dann können wir mal ein bisschen mehr aufschalten. Dann dürfte sich gleich auch die LZB dazuschalten, sobald wir die 160 auf 160 beschleunigen. Kommt dann schon der Gegenzug entgegen. Wenn auf dieser Strecke überhaupt LCB vorhanden ist, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Und ich muss mich verbessern, es ist nicht der ICE 1, es ist tatsächlich der ICE 2. Und zwar gut zu erkennen an dieser Bugklappe, denn ein ICE 1 kann ja gar keinen anderen mitnehmen. Daher ist das der ICE 2, denn der ICE 1 hat keine Bugklappe vorhanden und während der ICE 2 dies schon hat und damit sich mit einem anderen verbinden kann. Also, es ist der ICE 2. Da steht's ja auch. Ja, ich hoffe, dass jetzt gleich noch LZB kommen wird, weil das macht das Fahren um einiges einfacher. Aber warten wir es einfach mal ab, was in den gut 60 Kilometern noch passiert. So, so sieht das Ganze aus der Passagiersicht aus.
Ist natürlich jetzt nichts Wildes, nichts Spektakuläres, diese Fahrt des ja, 0815. Aber um die Strecke kennenzulernen, finde ich das jetzt gar nicht mal so schlecht. Und ich denke, es wird in absehbarer Zeit auch andere Szenarien dazu geben. Da werden sich mit Sicherheit die ein oder anderen Szenariobauer da dran setzen und uns schöne Szenarien bauen. Von Fair-System über 3D-Zug bis hin zu Rail-Sim wird es da mit Sicherheit die ein oder andere, den ein oder anderen oder das ein oder andere Szenario geben, was ein wenig spektakulärer ist. Und ja, wenn dies der Fall sein sollte, werdet ihr es natürlich bei mir sehen. Ich werde natürlich die neuesten Szenarien präsentieren, euch präsentieren. Und ja, seid gespannt auf das, was da noch kommt im Laufe der nächsten Zeit. Und ja, zwischenzeitlich wird es natürlich auch noch Videos von TSW 2 geben. Ist ja selbstverständlich. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Und lasst mich da gerne überraschen. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen langsamer werden hier. So, 120 fürs Erste, aber können eigentlich auch gleich direkt auf 110 runter. So. Damit ich vielleicht diesmal mit voller Punktzahl in Offenburg ankomme, das wäre natürlich super. So, vielleicht schaltet sich ja jetzt auch gleich die LZB ein. Was ich natürlich hoffe. Aber noch ist es nicht so weit. Also, noch ist dieses berühmte Kabel in den Gleisen nicht zu sehen. Naja, warten wir es einfach mal ab.
So, da kommt gleich 250. Da bin ich ja mal gespannt. Ob wir das erreichen. Aber der ICE fährt ja, beziehungsweise der ICE 2 fährt ja 280. Das ist zumindest die zulässige Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges. Ja. Dann sollten wir da ja gleich keine Probleme haben. Aber dann sollte sich auch die LZB einschalten, weil auf Signale zu achten ist dann nicht mehr möglich als Triebfahrzeugführer. Da ist auch das Kabel und dann schaltet sich jetzt auch gleich die LZB ein. Wollte ich doch sagen. Also bei den Geschwindigkeiten, zack, natürlich. Und gib ihm. Volle Stufe. Und wir haben jetzt wie lange das Vergnügen? Knapp 10 Kilometer. Na denn. Also ihr seht hier oben, beziehungsweise nicht 10 Kilometer, sondern hier baut sich das jetzt langsam ab. Und ja, also es müsste eigentlich weniger werden, wenn sich das jetzt verändern würde, langsam. Was es aber nicht tut, jedenfalls noch nicht. So, die 200 haben wir dann gleich. Beziehungsweise jetzt. So, Screenshot haben wir auch gemacht. Wunderbar. Hier hat sich noch nichts verändert. Ich glaube, hier wird sich auch nichts mehr verändern. Ich glaube, das ist auch nicht animiert. Soweit ich weiß, ist das in DTG-Fahrzeugen nicht animiert. Zumindest nicht in diesem Zug. Schade eigentlich. Also in den Virtual Railroads-Fahrzeugen ist das animiert und da sieht man genau, wie viele Kilometer man die gewählte Geschwindigkeit bzw. die LZB-Geschwindigkeit fahren kann, bevor sich was verändert. Aber das ist hier nicht gegeben, so wie es aussieht. Was sehr schade ist. So, 230 haben wir erreicht. Dann haben wir gleich die 240. Und ich denke mal, bei 246, 47 ist dann auch Schluss. Weil die LZB macht ja immer 4 bis 3 km/h Feuer den Hahn zu. Von daher werden wir nicht ganz die 250 erreichen, aber wir werden nah rankommen. So, 2,40.
Ja, 244. Ich bin gespannt, ob wir noch ein wenig höher kommen. Aber ich befürchte, das ist das Ende der Fahnenstange. Also viel höher werden wir nicht mehr kommen. Schätze ich jetzt mal. Vielleicht, wenn es bergab geht, aber so bleibt das Double hängen bei 244. Aber das ist auch schon eine enorme Geschwindigkeit, die man mit einem PKW, also jedenfalls mit einem normalen PKW, nicht unbedingt erreichen wird, also mit Sicherheit nicht erreichen wird. Von daher, Bahnfahren ist immer noch vom ökologischen her und von der Geschwindigkeit her das Beste. Beste ist eigentlich nur noch Flugzeug, wobei das wieder CO2-mäßig natürlich ja, überhaupt nicht geht. Also da ist Bahnfahren immer noch das umweltverträglichste Fortbewegungsmittel, was es gibt. Also innerhalb Deutschlands würde ich sagen, wer da den Flieger nutzt, sollte sich darüber im Klaren sein, was das für die Umwelt bedeutet und sollte sich vielleicht überlegen, ob das Bahnfahren da nicht günstiger ist. Sowohl vom ökologischen als auch vom Portemonnaie-mäßig her, würde ich jetzt sagen. Also innerhalb Deutschlands würde ich den Zug benutzen. Jetzt zum Beispiel von Berlin nach München. Da macht Bahnfahren viel mehr Spaß als Fliegen. Bin sowieso nicht so der Flugfan, von daher ich würde die Bahn nutzen. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Und ich glaube, wir werden einigermaßen pünktlich ankommen. Zumindest so, wie es jetzt aussieht. Also über 2,5 Minuten früher. Das nenne ich pünktlich. Beziehungsweise über 1,5 Minuten früher. Sorry, 1,5 Minuten früher natürlich. So, die LZB meldet sich zu Wort. Das heißt, dass die 250 gleich zu Ende sind und wir dann auf 160 runterbremsen müssen, werden müssen, wenn unser Zug das nicht automatisch tut. Da haben wir noch eine schöne Parallelfahrt mit einem Güterzug. Sehr, sehr schön. Wunderschön.
So, aber jetzt gleich langsam sollten wir jetzt gleich mal auf 160 runtergehen, glaube ich, weil so, ich glaube, wir werden mal ein bisschen bremsen. Die LZB meldet sich auch schon zu Wort. Und da kommen die 160. So, das hätten wir dann auch soweit erledigt. Jetzt ist es, jetzt seht ihr es, wie es animiert ist. Also da sind gerade die 4 Kilometer runtergelaufen und ich muss jetzt hier mal ein bisschen aufpassen. Mal ein bisschen auf die Bremse hauen. Ist nämlich angesagt. Und da wollen wir das natürlich auch machen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir auch auf 60 runter müssen. Das mache ich jetzt mal vorsichtshalber. So, 80, aber wir bleiben schön bei 60. Ich bin mir da nämlich immer ziemlich unsicher, ob da nicht irgendwann plötzlich doch 60 da vorgegeben ist. Und ja, schon gehen einem die ganzen Punkte flöten. Pünktlich sind wir sowieso, von daher macht es jetzt, glaube ich, nicht so viel aus, wenn ich da jetzt schön mit 60 den Bahnhof fahre. So, wenn ihr schön sanft in den Bahnhof einfahren, will ja nicht irgendwie noch übers rote Signal hinausschießen. Aber zu langsam wollen wir natürlich auch nicht werden. Wir wollen natürlich den ganzen Zug in den Bahnhof reinbringen und nicht nur die Hälfte.
So, noch ein paar Meter. So, ich denke, das dürfte reichen. Der Zug steht komplett im Bahnhof bzw. am Bahnsteig. Und ja, wenn dann jetzt mal die Türen öffnen. Zack. So, das war's mit dem Szenario und auch mit diesem Video. Oh, das war der falsche Knopf. Das wollte ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kurze Fahrt von Karlsruher Hauptbahnhof nach Offenburg Hauptbahnhof. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig die Strecke kennenlernen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, beziehungsweise ihr hört mich wieder und ja, bleibt mir bis dahin treu, bleibt gesund, passt auf euch auf, haltet die Ohren steif. Für alle neuen Abonnenten auf meinem Kanal ganz wichtig, die Glocke aktivieren, Abo dalassen und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Spätestens nächste Woche. Szenario werde ich mir noch überlegen. Mal schauen, was es bis dahin gibt. Vielleicht gibt es auch schon irgendwelche neuen Szenarien zu der neuen Strecke Karlsruhe-Offenburg. Und siehe da, wir haben volle Punktzahl erreicht, die es hier zu holen gab. 1000 Punkte an der Zahl. Und ja, ausgezeichnet. Gute Arbeit mit so einem engen Zeitplan. Ein anderer Fahrer wird Sie in einer Minute ablösen. Ruhen Sie sich aus, bevor Sie nach Karlsruhe zurückkehren. Ja. Wann dieses Szenario, wo es das gibt, wann es das gibt, ist mir noch ein Rätsel, mit welchem Zug wir nach Karlsruhe zurückkehren. Aber dazu später mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis dahin. Ciao. Servus und tschüss. Euer Dedenis Spieters. Ciao, ciao.